Was ist denn das? Das sind ein paar kleine Geschenke vor dem Sofa platziert. Und da könnte doch jemand vorbeikommen und sie aus Versehen mit dem Fuß unter das Sofa kicken. Oh Mann, das ist ein Desaster, das können wir so nicht lassen. Deswegen müssen wir diese kleinen Geschenke wieder zurück zum Weihnachtsbaum bringen. Und das ist heute unsere Aufgabe in diesem Szenario, mehr oder weniger. In diesem fremden Wohnzimmer in Amerika. Und damit willkommen zu dem dritten Advent-Video. Es ist schon wieder Sonntag. Das sind die beiden Geschenke. Ich gehe mal mit der 8 hier raus aus diesem Kameramodus. Das sind die beiden Geschenke, die hier vor dem Sofa platziert waren. Und wir werden sie jetzt mit dem Zug wieder zurücktransportieren. Mit Richie Rails, unserer kleinen Diesel-Spielzeug. Mit unserem kleinen Diesel-Spielzeug-Triebwagen. Triebwagen? Ja, das ist ein Triebwagen. Um hier nichts Falsches zu sagen. Naja, auf jeden Fall, die passen die eigentlich darunter? Ich meine, das Sofa. Ja, also. Man könnte jetzt fast meinen, die Pakete passen da gar nicht drunter, obwohl doch, die passen da drunter. Naja, ist jetzt auch, ist ja eben eigentlich auch wurscht. Was wir übrigens noch machen müssen, ist unsere Route ein bisschen anpassen. Da hat er ja vorhin auch irgendwas in dem Info geschrieben. Und zwar, wir sind hier unten und müssen hier hoch. Zum Christmas Tree. Jetzt habe ich mir vorhin gedacht, gut, du kannst ja einfach hier die Route so rum machen und fährst praktisch direkt hierher. Allerdings geht das nicht, da bekomme ich hier einen Fehler. Warum auch immer. Das heißt, wir müssen anscheinend wirklich einmal hier komplett rum am Sofa hinten vorbei, wieder da an der Mausefalle, die war ja da, glaube ich. Und dann schub, einmal hier rum und dann können wir hier anhalten. Ich denke, das ist die korrekte Route, die wir da fahren. Diese ganzen Punktestellen weichen da. Aber, naja, wollen wir ja gleich sehen, ob das hier alles passt. Gut, wir lösen die Bremsen wieder. Beziehungsweise in dem Fall können wir die gar nicht lösen. Wir gehen mit W nach vorne und geben Gummi. In dem Fall mit A. Und dann fährt hier der kleine Dieselzug in Spielzeugform mit den Geschenken am Sofa vorbei. Das ist ein Klavier. Oh, gefährlich. Eine Kerze auf dem Klavier. Naja. Wird schon nichts passieren, nach dem Motto, ne? Naja, die Taschenlampe ist auch wieder da. Mir ist übrigens aufgefallen, dass hier die Wand sowie die Decke ganz schön verziert sind. Das ist mir letztes Mal überhaupt nicht bewusst gewesen. Aber ist doch ganz nett. Ah, da draußen schneit's wieder. Bei uns übrigens auch gerade. Wundert mich ein bisschen, weil es ja eigentlich doch recht warm ist im Vergleich zu einem winterlichen Wetter. Also ich glaube 2 oder 3 Grad waren es vorhin, als ich mal kurz draußen war. Und das ist ja nicht unbedingt das ideale Schneewetter. Sogar auch eine verzierte Tapete drin. Also ich weiß ja nicht, wie viel Aufwand das macht, so eine Tapete zu gestalten. Aber, ja, die scheint sich ja angeblich Mühe, oder anscheinlich Mühe zu gegeben zu haben. Naja, gut, wir sind wieder, wie gesagt, in einem amerikanischen Wohnzimmer. Es ist immer noch der 24. Dezember am Abend, zumindest in diesem Szenario. Und wir sind in weihnachtlicher Mission unterwegs. Oh, jetzt fahren wir wieder in die Großstadt. Mit den vielen Robotern. Sind die alle aus Pappe gemacht? Müsste man ja... Tatsächlich! Die ganzen Hochhäuser sind ja aus Pappe gemacht. Das sieht man hier ganz gut, wenn man vorbeifährt. Ach, das soll eine Roboter-Invasion in diesem... Ach, jetzt komme ich mit! Weil hier überall Roboter stehen. Das ist die Roboter-Invasion in der Großstadt. Auch ein ganz gutes Weltuntergangsszenario. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Oder gar nicht wirklich so bewusst gewesen, dass das vielleicht das sein könnte. Aber, naja. Und ich sehe, wir sind schon wieder am Ziel. Da ist wieder der schöne Weihnachtsbaum. Die vielen Geschenke. Und wir sind mit unseren beiden Geschenken jetzt auch hier am Ziel angelangt. Bremsen mal ein bisschen. Und dann gehe ich hier in die andere Ansicht. Damit wir da ein schönes Abschlussbildchen haben. Ja, ist doch schön. Blenden wir das noch ein bisschen aus. So. Naja, die amerikanischen Zuckerstangen, die haben wir letztes Mal gar nicht angeschaut.
Aber auch schöne Weihnachtskugeln, muss ich sagen. Generell ist es ein ganz, ist der Raum hier ganz nett gestaltet. Die ist ja nicht wirklich viel Arbeit reingeflossen, sag ich mal. Also im Vergleich zu einer richtigen Route, wo mal gute 100 Meilen abgebildet wurden. Mehr oder weniger realistisch ist ja das hier ein Klacks. Also von dem her hat man ja schon erwarten können, dass hier ein bisschen ja, mehr Details enthalten sind. Okay, das war's auch wieder. Gute Arbeit, sagt uns hier. Das ist super. Und das nächste Mal sehen wir uns dann am 4. Advent. Da gibt's nochmal ein Szenario. Und wer weiß, vielleicht waren wir am 24. Dezember mal die komplette Route hier ab. Das dauert dann schon etwas mehr als nur 5 oder 6 Minuten. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Advent noch und ciao.